Berlin vergangenes Wochenende. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht rufen den Start einer neuen großen Friedensbewegung aus. Tausende jubeln ihnen zu. Und auch hier ist man begeistert. In den Hauptnachrichten des russischen Staatsfernsehens und auf anderen großen russischen Kanälen. Überall wird über die Kundgebung in Berlin berichtet. Applaus aus Russland? Eine Friedensdemo als Steilvorlage für russische Staatspropaganda? Für Wagenknecht ist das alles üble Nachrede. Was hat man uns nicht alles unterstellt? Was hat man uns nicht alles vorgeworfen? Wir seien zynisch, gewissenlos, amoralisch, Handlanger Putins, womöglich sogar von Putin bezahlt. Keine Nähe zur russischen Kriegspropaganda? Die Kundgebung in Berlin zog jedenfalls auch viele an, die treu an Putins Seite stehen und seinen Angriffskrieg unterstützen. Mitglieder des russischen Motorradclubs Nachtwölfe etwa waren vor Ort, erkennbar an ihren Kutten. Die nationalistischen Nachtwölfe sind eng mit Putin verbunden. Mehrmals nahm der russische Präsident an Veranstaltungen des Clubs teil. Unter den Teilnehmenden auch ein bekannter Putin-Propagandist, Vyacheslav Sewald. Er ist mitverantwortlich für den Telegram-Kanal Putin-Fanclub. Der bayerische Verfassungsschutz schreibt zu ihm, Sewald verbreite eine extremistische und prorussische Verschwörungstheorie. Und auch ein Vertreter des russischen Staatssenders Pervi-Kanal berichtete aus Berlin, Ivan Blagoj. Gegen den Journalisten wurde 2016 in Deutschland wegen Volksverhetzung ermittelt. Er hatte Falschnachrichten im Zusammenhang mit Geflüchteten verbreitet. Putin-Fans und prorussische Propaganda, wie passt das zur neuen Friedensbewegung, die hier ausgerufen wurde? Wenn man auf die Kundgebung schaut, ist es wenig überraschend, dass da viele prorussische Akteure vor Ort waren. Das hat zum einen mit der ideologischen Übereinstimmung zu tun, mit der antiwestlichen Haltung, die da propagiert wird. Aber Personen wie Wagenknecht und Schwarzer sind natürlich da auch noch mal interessant für Propagandisten, weil sie eine andere gesellschaftliche Position haben, weil sie eben in Talkshows sitzen, weil sie zu Interviews geladen werden und weil man dann über so vielleicht den eigenen Wirkkreis noch mal deutlich über hinausgehen kann. Auch große russische Medien nutzen die Kundgebung als Beleg dafür, dass die Stimmung in Deutschland kippe, die Politik gegen die Interessen ihrer eigenen Bürger agiere. Die Waffenlieferungen in die Ukraine einstellen, das forderten Protestierende in Berlin. Linke als auch rechte Kräfte haben aus dem ganzen Land ihre Unterstützer versammelt. In Sachen Frieden gibt es da keine politischen Differenzen. Die bevorstehende Lieferung von Leopard-Panzern an das Kiewer Regime veränderte die Stimmung in der deutschen Gesellschaft. Die Mehrheit glaubt, dass das Waffenpumpen in die Ukraine Deutschland zu einer Konfliktpartei macht. Kanzler Scholz wird dringend aufgefordert, die Eskalation des Konflikts sofort zu beenden. Friedensdemo und russische Staatspropaganda also Hand in Hand? Auf unsere Anfrage dazu verweigern uns Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eine Antwort. Im Vorfeld hatten beide jegliche Kritik von sich gewiesen. Also alles nur Zufall? Ist es schlicht nicht möglich, sich gegen die Ausschlachtung in den russischen Medien zu wehren? Tatsächlich passen viele Plakate, die auf der Kundgebung zu sehen sind, erstaunlich gut zur russischen Propaganda. Der jüdische Präsident Selenskyj in einer Reihe mit einem Nazi-Kollaborateur oder verunglimpft als größenwahnsinnig. Kriegstreiber scheint hier für viele nicht Russland zu sein, sondern die deutsche Bundesregierung, die USA, die NATO. Und auch Sarah Wagenknecht spricht auf der Bühne vor allem über den Westen, kaum über den tatsächlichen Aggressor Russland. Und es geht auch nicht um hehre Werte in diesem Krieg, sondern um die NATO und den Umfang der amerikanischen Einflusszone. Eine Deutung, die russische Propagandasender dankbar aufgreifen. Den Plakaten zufolge herrscht eine stark anti-amerikanische Stimmung. Stoppt Russophobie oder Army Go Home, ein Aufruf an das US-Militär zu verschwinden. Man hat Angst vor einem direkten Konflikt zwischen NATO und Russland. Auch Ausschnitte aus der Rede von Sarah Wagenknecht werden immer wieder als vermeintlicher Beleg dieser Erzählung gezeigt. Russische Propaganda hat ja mehrere Ziele. Es geht zum einen eben darum,
die Solidarität mit der Ukraine zu untergraben, anzugreifen. Es geht aber eben auch darum, westliche Demokratien insgesamt langfristig zu destabilisieren. Und da ist das natürlich ein unglaublich gefährliches Spiel, was Sarah Wagenknecht da spielt, eben nicht diese Abgrenzung zu suchen, die eigene Positionierung nicht zu reflektieren, sondern eben immer wieder Dinge zu sagen, die bereitwillig von russischen Propagandisten aufgegriffen werden. Und so äußert sich sogar die russische Botschaft in Deutschland auf Twitter zur Kundgebung und spricht gleich von deutschen Bürgern, die sich unmissverständlich für eine friedliche Konfliktlösung in der Ukraine und gegen eine Eskalation ausgesprochen hätten. Diese würde durch deutsche Waffenlieferungen ans Kiewer Regime und eine weitere Ingangsetzung antirussischer Sanktionsspiralen geschürt. Eine Friedenskundgebung, ganz im Sinne des Kreml und der russischen Kriegspropaganda? Für Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht ist das offenbar kein Widerspruch.